after all. No one believes a junkie. No. He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. Okay, wir müssen eingreifen. Da ist eine richtig fette Sache am Lauf. You can do this. Damon. What the hell are you doing here? I've got your money right here. The money James owes you. How the fuck do you... Run! No one has to know. That must be thousands of dollars. No wonder Damon wants it so bad. Okay, gut gemacht. Und hier ist dein Mädel, bereit zum Abgang. Fuck, that's Sarah. And she's at the mill. What is he doing to her? Bring mir das Paket und wir können den Job beenden. Sagt er hier. Also, wir müssen mal erstmal, ja. So. Dann machen wir das erstmal folgendermaßen. Bring mir das Paket und wir können den Job beenden. Sehr schön. Gut, dann machen wir das auch. Beenden. Lass sie gehen. Bin gleich da. Es könnte natürlich auch sein, dass er uns dann in eine Falle lockt, ne? Dass er dann irgendwann sagt, okay, hier, Deal ist geplatzt. Jetzt habe ich dich auch. Haha. Und da würde ich eher sagen, lass sie gehen. Nein. Oh, kalte Füße, wie? Dir ist das alles echt neu. Wie wär's damit? Ich leg dir ihre Leiche vor die Tür. Bring mir das Geld, dann können wir reden. Jetzt natürlich auch in dem Tonfall, wie so ein Krimineller das natürlich dann auch machen würde. Holy shit. Does James even know what he's doing? Okay, I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. I need to get there fast. Chloe? Oh. Elliot? Hey. Elliot, what are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Did you really just follow me here? Did you follow me from the hospital? I did. I'm worried about you. I'm fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe, what is... Oh, nein. Oh. Elliot, put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? You wouldn't understand. Give me a chance. What the hell are you doing? Das ist ernst. Geht dich nichts an, Rachels Mutter. Wir haben jetzt hier die Chance, um das zu erzählen, aber ich weiß nicht so. Es ist schon auffällig, dass er uns wirklich so genau folgt und das wirklich alles so genau wissen will, was ich so ein bisschen heftig finde, das würde ich das sagen. Honestly, Elliot, you can judge me all you want, but it's pretty fucked up that you're here right now, and I don't have time for this. When? What? When will you have time? For me? You have all the time in the world for Rachel. I'm so sick of you not seeing who Rachel really is. When will you realize what she's doing to you? Elliot, just take a step back. No. You need to listen to me. What has your relationship with her gotten you? You don't know what you're talking about. First night you hang out, what happens? You end up in a fight.
You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop suggesting that she's somehow bad. The next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get suspended. Rachel was there for me. She did everything she could to protect me. I guess it wasn't enough, huh? You don't understand. You weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? God, look. I'm sorry I ditched you for the play, but... This isn't about that. Seriously, man. You need to shut the fuck up before... I've been quiet long enough. Look, Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's fake. You're real. And I hate to see her manipulate you like this. Elliot, I promise. No one is manipulating me. No? Just look where you are now. A high school dropout. Hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy. It just as easily could have been you in that hospital today. If that ever happened. Also was ich bei dem merke, ist, ich glaube, der ist volle Kanne eifersüchtig. Ich glaube, dass er für Chloe anscheinend doch, dass er so ein bisschen sich in Chloe verguckt hat und wahrscheinlich jetzt auch eifersüchtig ist, weil wir halt wirklich nur mit Rachel halt eben was machen. Aber was er halt so sagt, ist, ich glaube nicht, dass die Rachel das mit Absicht macht, um uns zu schaden, weil man muss bedenken, erstens hat sie uns gerettet aus dieser Schlägerei. Warum sollte sie uns in eine Schlägerei schicken, wenn sie uns dann sogar davon gerettet hat? Das müssen wir erstmal sagen. Und dann das Zweite ist, warum... Sie hat uns ja sogar mehrmals in Schutz genommen. Sie hat uns sowohl beim Gespräch mit dem Schulleiter in Schutz genommen, als auch mit dem, als wir da mit dem Damon aneinander geraten sind, hat sie sogar einen Messerstich kassiert und hat ihm eine reingehauen, als er uns quasi bedrängt hat. Das heißt also, ich glaube bei der Rachel nicht, dass sie uns gezielt schaden möchte. Was jetzt halt beim, bei dem Elliot der Fall ist, der rennt der volle Kanne halt hinterher, ne? Und versucht halt irgendwie Rachel schlecht zu reden. Ich glaube, der möchte, wie gesagt, ich glaube, dass er Interesse an ihr hat. Und aus dem Grund auch sehr eifersüchtig darauf ist, weil wir immer was mit Rachel unternehmen. Jetzt muss man nur, ich weiß die Besorgnis zu schätzen. Look, I hear you. I appreciate the concern. I don't think you do. Elliot... I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. It's time you saw the truth. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now, for once. An ihm vorbeigehen, ihn beruhigen. Elliot, please. I know you're upset, but... I'm not upset! I'm trying to help you. An ihm vorbeigehen, nach Hilfe rufen. Wenn wir jetzt nach Hilfe rufen, fällt das auf. Look, I'm sorry, but I really need to go. Ey, sag mal. Jetzt reicht's. Why did you make me do that? Can't you just listen to me? Da stimmt irgendwas nicht. Elliot's gone full-blown crazy. I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me. We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. Der ist ja krank, ey.
Alter, da hat die Tür zugeschlossen. Was ist denn das für eine? All right, Elliot. You wanna talk so bad? Let's talk. Um wieder Worte zu gewinnen, musst du deinem Gegenüber genau zuhören und deine Antwort dementsprechend wählen. Okay, das ist anscheinend eine sehr heftige Schlüsselszene jetzt und ich bin wirklich jetzt vorsichtig. What's really going on here? You can tell me. You mean here? Specifically? Like, the Amber House? I'm talking about your situation. Rachel is dangerous. You need to realize that. Er will hören, dass Rachel halt gefährlich ist, ne? You're right, Elliot. I didn't want to admit it before, but it's true. My life is in danger. Thank you, Chloe. All I want is to help you. I'm glad you can finally see that. I don't need your help. I need help from you. Help! You're acting strange. What's going on? What? Nothing. I... What are you... Uh-oh. Ugh, you bitch! Can't you see? I just want to help you! You're going to assault me now? That's how far you'll go to protect Rachel? This is what I'm talking about. No, you idiot. What the fuck? Better run, dickbag. Cops will be here any minute. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Also Frau Elliot, der ist doch voll Kanne eifersüchtig. Hab ich den Eindruck. Rachel got angry at her dad, who's been lying to her all her life, and he's still lying. Hey, being a dad's tough. That doesn't justify what he's done. I'm just saying, I'd probably do anything to keep you safe. Hey, Dad? Yeah? Did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for Mom wasn't a piece of crap. I mean, like, really lied about something that might hurt me to know. What do you think? I think you didn't. You didn't have to. You didn't, right? Would you love me less? I guess it depends on what it was. That's the trouble, sweetheart. The truth's risky.
And the idea of you loving me even a little less? I don't think I'd ever want to risk that. Are you really ready to hear the answer to your question? Ready as I'll ever be. Problem is, I'm dead. So how am I supposed to tell you anything? Es ist besser so. Ich wünschte, du hättest es mir erzählt. I wish you told me when you could have. You don't like the perfect relationship we had? I wish you'd lived long enough for us to fuck it up. No way. My ride, my tunes. Seriously going in to face Damon Merrick? All for Rachel? Am I crazy? Hella crazy. Völlig verrückt. I'm glad you're here, Dad. You don't want me to go? No. I like the company. Besides, you don't want to miss this. Things are about to get real. Ja, sehr, sehr, sehr verrückt, auf jeden Fall. Shit. Is that blood? Der wird doch noch merken, wenn wir da kommen, statt dem, ja, James. Frank? Frank! This is bad. I'll get you help, Frank. But first, I've gotta help Rachel's mom. Sarah. Wo zum Teufel ist Sarah? Das war die alte Mühle, ne? Wo wir am Anfang waren. Man erkennt es langsam wieder. Franks Couch ist toast. Ein Telefon. Sheldon, you gotta believe me. Warte. Sheldon, du musst mir glauben, ich hab nie... Ich bin kein verdammter Spitzel. Wer zum Teufel hat dir das ge... Und dann wurde er unterbrochen anscheinend. Können wir das weiter? Nee. Also wir wissen, Sheldon wurde umgebracht. No. Shh. Everything's going to be just fine. Just a little longer and all your troubles are going bye-bye. What the fuck? I just want to meet my daughter. Can't you understand why does he... Your daughter? Jesus,
So that's what he's worried about. Can't let the public know. The mother of his daughter is some junkie. I just want to see her. You don't have to- Shut up. James Amber wants you out of the picture. So that's what's going to happen. Was James will, das, dass die von der Bildfläche verschwindet. Das ist, Alter, was sind das für eine? After all, no one believes it's junkie. No. He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. Okay, wir müssen eingreifen. Da ist eine richtig fette Sache am Lauf. You can do this. Damon. What the hell are you doing here? I've got your money right here. The money James owes you. How the fuck do you... Run! No one has to know. Just let her go, and I won't say... Oh, fuck! No! Talking's over. Leave her alone! Shut up. What the fuck? You boosted the DA's shit? Got my money? Burned the evidence? All that? I'm just trying to help. Oh. Get away from her! I said shut the fuck up! Oh nein, wir müssen irgendwas tun. No. Go to your fucking happy place. Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. Now. What do I do with... Damon! Ach du Scheiße. What did you do? I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Frank. You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't want to do this again. Come on, man. Fuck you. Oh. Shit. Sarah. Rachel. Your daughter. She... Ach du Scheiße, wir haben volle Kanne einen Kopf auf den Trop, ja. Einen Tritt an den Kopf bekommen. Und ich vermute mal, dass wir jetzt eine Zeit lang bewusstlos waren. Sarah? Oh shit, jetzt halluzinieren wir auch noch, oder was? Chloe Price. You know who I am? I saw you in the play. You were funny. Thanks. Sit. Sarah, are you okay? We need to talk about what happened. I am so, so sorry for... Rachel can never know. What exactly can't Rachel know? What James did. Hiring that thug. Shooting me up with... He's a piece of shit. And I promise that Rachel can never know. Warum? Das ist ja weiter, da wird ja direkt weiter gelogen. Was soll denn die Scheiße? That's bullshit, Sarah. You're not listening. Rachel deserves to know what happened to you. No, she doesn't. Rachel deserves a loving father. A father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter.
And she loves him. Tell her what happened here, and you'll take that away from her. Forever. Don't you think the truth matters more? The truth? What's so great about the truth, Chloe? Why are you saying all this? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. Du bist stark, jeder ist gebrochen. No, you're not. You're stronger than you realize. You don't know anything about me. I know Rachel needs you. I know loss. I lost my father 2 years ago. How? Car accident. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck ran a red light, and that was it. I'm sorry. You don't know what this is to me. Every pain. Every fear. Gone. No more sadness. No more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever. I read your letter to James. You beat this before. You can beat it again. No. I can't. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I just... I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant. And talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home. Given opportunities I could never give her. At least talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so. That something was you. She didn't miss anything. She has a perfect family. Sie sind alles andere als perfekt. Ich dachte, mein Vater war perfekt. Even without all this shit, the Ambers are far from perfect. James is an elitist asshole and Rose lets him walk all over her. Maybe. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't deserve... It's not about James. It's not about me, and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father. Do you really want to put Rachel through that? Das ist im Grunde so, wenn man das jetzt Rachel nicht erzählt, dann wird sie eigentlich im Grunde weiter belogen. Und was Rachel ja möchte, ist die Wahrheit. Rachel möchte unbedingt die Wahrheit erfahren. Was ist mit der Mutter passiert? Was ist überhaupt passiert? Wenn man das ihr nicht sagen würde, würde sie im Grunde die ganze Zeit in einer Lüge leben. Weil sie denkt, okay, der Vater ist in Ordnung, der hat das alles so gemacht und ist auch gut. Aber sie hat ja im Grunde, also der Vater hat ja im Grunde sie festgehalten oder festhalten lassen, mit Drogen vollgepumpt,
weil er der Meinung ist, sie kann sich nicht ändern. Sie hat ihm so viel angetan und er möchte jetzt nicht, dass sie dasselbe Rachel antut. Aber Personen können sich ändern. Ich bin auch der Meinung, Personen können sich wirklich auch von Grund auf ändern, wenn sie damals Fehler gemacht haben. Und deswegen bin ich auch der Meinung, man sollte das Rachel trotz allem verraten. Man nimmt ihr zwar die, die weiß dann zwar die Wahrheit und wird dann zwar auch ihren Vater hassen, aber ich sehe das so, dass sie ansonsten über Ewigkeiten in einer Lüge leben würde und ich persönlich würde eher in der Wahrheit leben als in einer Lüge. Jetzt so meine Meinung. Don't you want to see her? You came here for it. You got sober. You deserve the chance to know your daughter. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. Let me give her the father she deserves. The one who raised her, protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. So please, tell her I was never here. Let her have what peace she can without me. Wait! Don't go, Sarah. I'm done here. Goodbye, Chloe. Und dafür sind wir jetzt extra da hingekommen und haben eine Prügelei kassiert, ein paar Schläge. Das macht mich jetzt ein bisschen sauer. Ich bin immer noch der Meinung, wir sollten ihr die Wahrheit sagen. Ich persönlich, wenn ich in Rachels Haut wäre, ich würde auch nicht angelogen werden wollen. Hello. Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later. Hey. Go back to sleep, kiddo. You need your rest. Can I talk to Chloe? Alone? For a minute? Okay, sweetie. We'll be right outside. How are you feeling? Like I got stabbed? Doc says there'll be a 6 scar. Maybe another tat is in order. To go with the one you gave me. Fuck yeah. We never actually escaped. Did we? We've got time. All the time in the world. So, how did everything go? Jetzt können wir wahrscheinlich gleich entscheiden, ob wir es jetzt sagen oder ob wir es ihnen nicht sagen. Rachel, I've got to tell you something.
die Wahrheit sagen oder Rachel vor der Wahrheit schützen. Die Mutter meinte ja, dass sie ansonsten dann keinen richtigen Vater, also dass sie ansonsten ihren Vater verlieren würde, da sie für ewig dann sauer auf ihn sein wird. Ich meine, dass er sie allgemein festgehalten hat, das finde ich ja vom Vater schon nicht in Ordnung. Ich meine, ich bin nämlich der Meinung, ein Kind hat das Recht auch dann, wenn es in der Situation ist, ja auch die eigene Mutter nochmal kennenzulernen. Aber dass die jetzt hier, dass die Mutter selber schon gesagt hat, bitte erzählt ihr das nicht. Sie würde ansonsten für Ewigkeiten traurig sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre es lieber, wenn mir es jemand erzählen würde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Als wenn ich ewig in so einer Art Blase leben würde, wo ich niemals wüsste, was eigentlich genau passiert ist. Diese Blase dann auch irgendwann sowieso wahrscheinlich platzen könnte, weil es einfach doch mal vielleicht rauskommt. Weil sie vielleicht auch neugierig ist, weil sie selber nachschnüffelt und das dann sieht. Ich bin voll und ganz dafür, die Wahrheit zu sagen. Alle Teufel sind hier. Errungenschaft freigeschaltet. Errungenschaft freigeschaltet vor dem Sturm. Okay, er verbrennt das Messer. Er muss anscheinend Damon irgendwie getötet haben, vermute ich mal. Okay, er macht ihren Antrag. Okay, Nathan Prescott hat, das stimmt, die waren ja irgendwie, also die eine war zumindest in Nathan so ein bisschen verguckt, aber das scheint jetzt auch nicht mehr der Fall zu sein. Mit dem Finger auch noch.
Ja, stimmt, die blauen Haare kennen wir ja. Im ersten Teil hatte die auch blaue Haare gehabt. So, ganz kurz bevor das Ende ist, haben wir jetzt hier noch die, ja, die Hölle ist leer, sprich, was für Entscheidungen haben wir getroffen und wie viel Prozent der gesamten Spieler von Life is Strange Before the Storm haben dieselbe Entscheidung getroffen. Das enttäuscht mich ehrlich gesagt so ein bisschen, aber naja. Du hast Rachel die Wahrheit gesagt. 48% der Spieler haben Rachel die Wahrheit gesagt. Also sprich, eigentlich ist es ein sehr, sehr gutes Mittelmaß. 50%, also etwa 50% haben gesagt, okay, gut, wir sagen hier nicht die Wahrheit. Und 52% besser gesagt haben die Wahrheit nicht gesagt. Also sprich, immer noch die Mehrheit haben die Wahrheit verborgen. Und wir haben aber als 48% die Wahrheit gesagt. Und da bin ich auch stolz drauf, weil ich bin wirklich ein Mensch, der, ich schätze die Wahrheit. So bin ich halt drauf, privat. Dann die nächste Entscheidung. Du hast deine Pflanze mit Limo getötet. 83%. Du hast deine Pflanze durch Vernachlässigung getötet. 17%. Wir sind also ein Limo-Killer, okay. Du hast Davids Foto angenommen. 90%. Das ist schon mal sehr, sehr viel. Ich finde, David hat sich dann auch am Ende sehr gut gemacht. Er hat ja wirklich angeboten, okay, hier, Chloe, ich bin für dich da, wenn was ist. Und das fand ich auch gut. Du hattest Drews Geld am Anfang des Tages nicht. 66%. Du hattest Damon Drews Geld gegeben. 27%. Du hast Drew sein Geld zurückgegeben. Du hast Drews Geld gespendet. Du hast Drews Geld behalten. Du hast Norths nicht im Krankenhaus besucht. Wow, echt jetzt? Wow. Das ist heftig, das müssen wir uns mal angucken. Gerade mal 1% der Spieler haben North nicht im Krankenhaus besucht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hab's nicht beabsichtigt, ich hab's blöderweise vergessen. Einfach nur, weil da der ganze Trubel um Rachel war und sowas, und dann habe ich komplett North vergessen. Und ja, das war so ein bisschen blöd. Du hast der Feuerwehr kein Geld gespendet. 96%. Oh, die arme Feuerwehr. Du hast Damon verraten, dass Thunder der Spitzel ist. Du hast Damon überzeugt, dass Sheldon der Spitzel ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, Sheldon war. Das war ein Drecksack. Der Sheldon war ein Drecksack. Blöd, dass er direkt umgebracht worden ist von Drew anscheinend. Aber ja. Rachel traf ihre Mutter nicht. Es gab noch ein Ende, wo Rachel ihre Mutter getroffen hätte? Schade, das Ende hätte ich gern gehabt, aber naja, gut. Das überrascht mich jetzt doch, das Spiel ist anscheinend doch vielschichtiger als gedacht. Okay, jetzt bin ich fertig. Macht's gut, bis zur nächsten Episode und bis zur Bonus-Episode und tschüss! Das war Life is Strange Before the Storm. Aber das war noch nicht das Ende. Es wird nach dieser Folge werde ich die Bonus-Episode spielen und dann geht es nämlich noch weiter. Aber wir sehen, unser Verhalten hat dazu gebracht, dass uns Rachel uns vollkommen vertraut. Sprich, Chloe und Rachel sind jetzt wirklich beste Freunde geworden, weil wir die Wahrheit erzählt haben und sie nicht ihr vorenthalten haben. Dafür ist natürlich jetzt das Verhältnis zu ihrem Vater total schlecht geworden, zu ihrer Mutter. Aber wie gesagt,
Ich hoffe, ihr hattet mit dieser Folge sehr, sehr viel Spaß. Macht's gut. Und bis zur Bonus-Episode. Tschüss.